extrem ärgerlich, dass wir verlieren am Ende. Aber kämpferische Leistung von uns war natürlich top, dass wir uns da jedes Mal wieder rangekämpft haben, einfach dran geblieben sind und auch gegen den echt starken Angriff Lübecke auch gut gegengehalten haben und selber auch echt einen sehr, sehr starken Angriff gespielt haben. Was könnt ihr mitnehmen aus diesem Spiel? Ja, dass wir unsere Angriffe echt auf den Punkt gespielt haben und dass wir eine sehr hohe Wurfeffizienz am Ende hatten. Also Angriff sehr, sehr stark. Abwehr glaube ich auch, dass wir eigentlich auch relativ gut standen. Das Problem einfach nur war, dass Lübecke auch einfach einen guten Angriff und einen sehr starken Angriff gespielt hat. Ja, ich hatte natürlich wie immer einen riesen Spaß, da am Tor zu stehen. Es macht jedes Mal Bock, auf der Platte zu stehen. Und ich habe mich halt gefreut, dass der Mannschaft helfen kann, so gut es geht. Ja, Bietigheim ist ja im Moment noch ein bisschen eine Art Wundertüte, haben halt noch nicht so viele Spiele gespielt und wer weiß noch nicht, ob sie genau im Rhythmus sind und ist noch ein bisschen, wie gesagt, die ganze Liga ist diese Saison noch ein bisschen kurios manchmal und wird spannend, wie das Spiel wird. Kann man jetzt vorher noch nicht genau sagen, wie es am Ende ausgeht.